In einem Exklusivinterview für die ARD hat der syrische Präsident Assad jede eigene Verantwortung für den Bürgerkrieg in Syrien abgelehnt. Zugleich bezeichnete er die brüchige Waffenruhe, die seit Samstag früh gilt, als einen Hoffnungsschimmer für sein Land. Wir fragen, was tun Sie und die syrische Regierung, um die Stabilität des Waffenstillstands zu sichern? Die Terroristen haben den Waffenstillstand von der ersten Stunde an gebrochen. Die syrische Armee dagegen hat auf Vergeltung verzichtet, um die Chancen für ein Überleben der Vereinbarung offen zu halten. Das können wir von uns aus tun, aber am Ende hat alles seine Grenzen. Es kommt auf die andere Seite an. Nehmen wir einmal an, Herr Präsident, ich wäre ein Aufständischer, nicht ein Terrorist von IS und al-Nusra, sondern ein aufständischer Rebell der Freien Syrischen Armee. Was muss ich tun, damit Sie mich wieder als syrischen Zivilisten akzeptieren? Legen Sie einfach die Waffen nieder, ob Sie nun am politischen Prozess teilnehmen möchten oder sich für diesen gar nicht interessieren, ob Sie überhaupt keine politische Agenda verfolgen, das spielt keine Rolle. Das Wichtigste für mich ist aus rechtlicher und verfassungsrechtlicher Sicht und im Hinblick auf das Interesse des syrischen Volkes und die in jedem Staat geltenden Grundsätze, dass Sie als Bürger nicht das Recht haben, mit Maschinengewehren herumzulaufen und diese gegen Menschen und deren Besitz zu richten. Mehr verlangen wir nicht. Wie schon gesagt, bekommen Sie eine uneingeschränkte Amnestie, und das ist auch schon der Fall gewesen. Sie sind der syrischen Armee beigetreten und einige von Ihnen auch dem politischen Leben. Die Rolle Deutschlands bei der Unterbringung der Flüchtlinge begrüßte Assad, sagte aber, es sei humanitärer und billiger, ihnen in der syrischen Heimat zu helfen. Er sagte dies, obwohl viele Menschen noch immer von humanitärer Hilfe abgeschnitten sind.